Als nächstes wollen wir aus Genua raus, denn hier haben wir alles erledigt, was wir zu der Zeit erledigen können. Und begeben uns weiter nach Westen. Und zwar dorthin, wo wir eigentlich schon mal waren, nämlich in dem Bergwerk. Und im Bergwerk wollen wir... Terroristen, haltet sie auf. Und übrigens, man kann trotzdem mit den Garten spielen. Ach, schön. Ja, die Soldaten von Dämonen angegriffen. Die Soldaten sind leider so ziemlich kaputt. Seid ihr sicher, dass ihr das tun wollt? Wir kommen zur nächsten Stelle, die ich nicht gut kann. Ihr habt doch gesehen, was aus ihnen geworden ist. Dämonen sind eine überlegene Spezies. Wieso dachten sie, sie seien die Sklaven der Menschheit? Solche Tölpel, sie verdienen es nicht weiterzuleben. Ja, töte sie alle. Nun gut. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich glaube, wenn ich diese Bomben strategisch platziere, sollte ich das Bergwerk zum Einsturz bringen können. Aber dabei werden alle sterben. Wollt ihr das wirklich? Sie sind keine Dämonen mehr. Wir haben Gesellschaft. Darum kümmere ich mich. Wie ihr wollt. Dass ihr hier seid, muss bedeuten, dass meine Schwester Cherry... Dafür werdet ihr bezahlen. Ja, leider ist Cherry nicht mehr so ganz auf dem Damm. Und wir müssen, wie wir hier schon sehen können, die Bar... Okay, die explodieren etwas früher als gedacht. Die Bomben zurückschlagen zu ihr. Das geht relativ einfach und sollte nicht allzu große Probleme verursachen, denn, man sieht schon, die ganzen Bomben explodieren Bomberman-like. Das heißt, immer in dem Radius, nach oben und unten. Ups. Das heißt, man kann auch, relativ gut ausweichen, wollte ich gerade sagen. Scheinbar doch nicht. Denn falls eine Bombe explodiert, explodieren alle anderen auch. Wer seid ihr? Ihr seid keiner dieser schwächlichen Menschen. Ich werde hier nicht sterben. Ich muss meinen Prinzen doch noch dazu verhelfen, seinen Durst nach Rache zu stillen. Ja, und sie... Ich bin sicher, wir sehen uns schon bald wieder. Sie haut erstmal ab und... Wir müssen sie verfolgen. Und wir bekommen dafür eine kleine Brücke und außerdem dürfen wir uns etwas Neues schnappen, was total toll werden wird hier in der Mine. Nämlich die Bomben. Jetzt braucht ihr nur noch einen Bumerang, damit euer Abenteuerausrüstung komplett ist. Ja, die Bomben können wir mit unserer Angriffstaste platzieren. Machen den gleichen Effekt, wie wir eben schon gesehen haben, nämlich explodieren immer in so einem bestimmten Feld. Und das Tolle daran ist, dass die Felsen zerstören können. Wir haben unendlich davon. Können, ich weiß nicht, wie viele gleichzeitig platzieren. Aus den Felsen können verschiedene Dinge herausspringen. Das ist unter anderem Geld und Herzen. Was natürlich eine ganz tolle Sache ist. Das einzig Dumme ist nur, wir haben kein Schwert mehr. Ja. Und deshalb begeben wir uns jetzt in die Mine und die einzige Waffe, die wir besitzen, ist unsere Bomben jetzt. Unser Ziel wird es übrigens sein, hier irgendwie durchzukommen. Das kann ich jetzt schon mal verraten, denn, ich denke, da werden wir bald hinkommen. Und wie ich schon gesagt habe, wir haben kein Schwert mehr, weshalb wir uns irgendwie hier gegen die Gegner wehren müssen durch... unsere heißgeliebten neuen Bomben, die gar nicht mal so heißgeliebt sind. Denn irgendwie sind die Bomben relativ uncool, um Gegner aus dem Weg zu räumen. Denn da muss das Timing exakt stimmen und ich habe nun mal kein Timing dafür. Vor allem nicht, wenn die Gegner sich auch noch unberechenbar hin und her bewegen. Was eine ganz furchtbare Sache sein kann. Und das Schlimme ist, wir können uns selber verletzen mit den Bomben. Was ebenfalls eine ganz furchtbare Sache sein kann. Und sehr, sehr wehtun kann. Ja. Und wird. Und diese Mäuse hier sind leider nicht die einzigen Gegner, die wir hier treffen werden in den Minen. Könntest du bitte nach oben gehen? Mäuse ja, allerdings werden wir noch auf andere treffen. Wir werden gleich sehen.
Es wird nicht besonders angenehm sein und durchaus den ein oder anderen Nerv kosten. Ich möchte gerne so viele Steine hier wie möglich aus dem Weg räumen. Man sieht schon, wie viel Schaden die Bomben anrichten. Wir hatten 80, also insgesamt 24 Schaden. Das ist eine Hausnummer und man will sich wirklich nicht so oft von denen erwischen lassen. Am besten eigentlich gar nicht. Nach rechts kommen wir nicht, da kommen wir nämlich nur mit der Lore durch. Das heißt, wir begeben uns nach hier oben. Wir haben jetzt die Steine aus dem Weg geräumt und können somit dann auch den Weg beschreiten. Und wir haben schon gesehen, da unten, da gibt es auch noch eine Kiste zwischendurch. Da kommen wir allerdings noch nicht dran. Dafür brauchen wir noch etwas anderes. Oder, ja, was anderes, eine kleine Vorbereitung. Denn die Lore kann man nicht einfach auf dem Weg anhalten. Dafür müssen wir gucken, dass wir es irgendwie anders schaffen. Da sehen wir noch einen weiteren Gegner, so einen Stachi. Kennt man auch aus Mario-Spielen. Ja, da wollte ich nicht hin. So. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie man den am besten aus dem Weg räumt. Ich glaube, genau, zuerst umdrehen und dann anschließend nochmal bombardieren. Was natürlich auch furchtbar nervig ist, weil wir den Gegner dadurch zweimal erwischen müssen. Das zweite Mal erwischen ist nicht besonders schwierig, aber dennoch nervig. Wir wollen den Hebel betätigen, um die Weiche umzulegen. Was, verdammt. Was essentiell werden wird in diesem Dungeon. Denn hier müssen wir gucken, dass wir die Schienen immer so ausrichten, dass wir den Weg fahren, den wir auch gerne fahren möchten. Und das hier sind übrigens die Gegner, die ich meinte, die neu... Und oh Gott. Das war nicht besonders cool. Danke, dass du nicht nach oben gelaufen bist. Kannst du sterben? Nein, kannst du natürlich nicht. Ach, komm schon. Ah! Und ich hab... Ich muss besser aufpassen, sonst bin ich gleich ganz schnell tot. Denn diese Gegner, ich weiß nicht... Ja, jetzt hat man es leider nicht gesehen. Die Gegner haben eine ganz besondere Eigenschaft, die furchtbar nervig werden wird und werden kann. Beides. Werden wir aber später noch feststellen, denke ich mal. Denn ansonsten wären die Gegner nicht so nervig, wie sie sind. Ganz logisch betrachtet mal. Und ich hätte gern das Herz hier. Wunderbar, den Stachy da oben werde ich einfach mit zwei gezielten Bomben aus dem Weg räumen. Und hier oben noch die Steine aus dem Weg räumen, denn hier oben ist noch eine Kiste für uns, die wir natürlich nur mit Mühe und Not erreichen können. Nämlich mit einzeln platzierten Bomben, was furchtbar nervig ist wieder. Aber wir wollen die Kiste natürlich haben, denn hier in dieser Mine gibt es ganz tolle Sachen für uns. Unter anderem grüne Pampe. Die jetzt nicht ganz so atemberaubend ist, aber dennoch natürlich wertvoll ist einzusammeln, denn die wollen wir so lassen. Denn ein paar Tränke mehr oder weniger, ja, mehr. Ein paar Tränke mehr können nicht schaden. Dadurch knallen wir hier gegen, wir legen den Hebel erneut um und können uns dadurch nach da oben begeben. Und wir sehen schon, worauf dieser Dungeon ungefähr hinausläuft, nämlich sehr viel Steine sprengen. Hier haben wir verschiedene Wege, die wir fahren können, einmal nach unten und einmal nach oben. Und ich möchte zuerst den Weg nach oben wählen, weshalb wir die Weichen natürlich so stellen wollen, dass wir dort auch hingelangen. So, gucken wir erstmal nach oben. Und dort kriegen wir nämlich eine Kiste mit einem Stern. 18 von 30. Wird doch. Und wir haben immer noch sehr viel vor uns. Ich will das nochmal kurz erwähnt haben. Okay, wir müssen auf jeden Fall das Konstrukt so ausrichten, dass wir in einem durchfahren können. Ich glaube, die Weiche da oben kann man stellen. Doch, genau. Das wollte ich auch irgendwie erreichen. Und zwar so. So kommen wir durch. Wunderbar. Bei solchen Rätseln einfach meistens denken, ja, wie schaffe ich es, den längsten Weg zu bauen? Und dann ist es meistens auch der richtige. Hier unten natürlich weitere Steine und weitere Gegner. Das einzig Positive an den Gegnern ist, wir kriegen Erfahrungspunkte. Und hier sehen wir einen neuen Gegner, nämlich Creeper. Die gibt's hier auch und die explodieren natürlich genauso wie in Minecraft. Level up, Courage Stufe 18 erreicht.
Und wir kriegen 6 Leben dazu. Wie gütig von dir, Spiel. Wie gütig. 6 Leben. Naja, immerhin. Man sollte dafür alles glücklich sein, was man hinterhergeschmissen kriegt. Also hinterhergeschmissen kriegt man es nicht, denn man muss ja etwas dafür tun. Und ich merke, oh, das war nicht klug. Immerhin wurde ich vom Gegner erwischt. Ich glaube, der hat... Ah, nee, der hat mehr Schaden zugefügt als die Bombe, oder? Ach, wie ungünstig. Denn es war teuer. Oh Mann. Ja, also ich glaube, die Minen ist tatsächlich so mein Gebiet, oder das Gebiet, was ich am wenigsten mag persönlich. Einfach weil sie furchtbar öde ist. Man macht sehr häufig das Gleiche und... Ach, verdammt. Ach, egal, hat funktioniert. Man macht sehr häufig das Gleiche und es... Ja, man merkt schon, es kann recht eintönig werden. Gerade solche Stellen hier sind darauf ausgelegt, sehr, sehr viele einzelne Bomben zu legen, was... Ja, irgendwie nicht befriedigend ist auf Dauer. Allerdings bekommen wir da auch noch etwas ganz Tolles, was uns... das ein bisschen erleichtern wird demnächst. So viel kann ich schon mal verraten und... Ja, da habe ich mich fast in den Weg gestellt. Au! Die ist irgendwie früher explodiert, als ich dachte. Wir haben gerade so ganz kurz gesehen, was die Mäuse mit der Brille können. Die können die Bomben nämlich wegkicken. Und da gab es auch mal besondere Gegner bei... bei welchem Spiel war das denn? Bomberman, ja. Komisch, ne, dass gerade Bomberman jetzt hier ins Spiel kommt. Bei dem konnten die Gegner die Bomben auch wegkicken. Ja. Und wir finden noch weitere grüne Pampe. Und das ist auch alle grüne Pampe, die wir hier finden können. Das ist schön, dass ich die jetzt schon mal hab. Das heißt, da bin ich schon mal mit durch. Wir haben noch 2 weitere Items, die wir hier finden wollen. Und da das hier eine Mine ist, kann man sich schon fast denken, was hier noch so ansteht. Aber das werden wir gleich noch herausfinden, gemeinsam. Okay. Und hier oben finden wir eine weitere Lore, denn unten können wir noch nicht weiter lang. Deswegen fahren wir erstmal hier oben durch den Tunnel. Hier gibt es nichts weiteres. Hier gibt es ganz viele komische Steine. Und ein weiteres kleines Rätsel, bei dem wir Hebel umlegen müssen. Ha, wer hätte es gedacht. Und das Rätsel hier besteht daraus, dass wir zuerst mal den Wagen nach links schieben wollen. Hier muss man so ein bisschen um die Ecke denken, versteht ihr? Weil man fährt ja auch um die Ecke. Dann wollen wir den Wagen nach da unten fahren. So ungefähr habe ich das noch im Kopf. Also jetzt nicht hundertprozentig, aber so ein bisschen. Und anschließend die Weichen so stellen. Wunderbar. Und damit geht es ab nach unten, wo wir einen Speicherpunkt haben. Was ich sehr, sehr cool finde, denn... Ja, man kann sich schon denken, dass man den ganzen Spaß nicht unbedingt nochmal machen möchte, falls man stirbt. Und dieser bin ich klüger und lege die untere Bombe zuerst. einmal hier, einmal dort. Dann können wir hier noch eine legen. Ja. Dieses Kart hier können wir nicht benutzen und diese Felsen hier können wir ebenfalls nicht zerstören. Das macht aber gar nichts, denn dafür würde es noch eine Lösung geben. Ja, ja. Der Creeper hier dreht ein bisschen ab, wenn man auf ihn zukommt. Wusstet ihr eigentlich, dass die Creeper aus Schweinen entstanden sind bei Minecraft? Ja, ja. Es war so eine Art Fehldesign. Habe ich irgendwo mal gehört, jedenfalls. Okay. Damit hätten wir da oben das geklärt. Oh. Oh je, oh je, oh je. Zieht sich doch sehr. Aber das kriegen wir hin. Kein Problem. Wenn wir den Stein hier noch zerstören, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal alle weg. Wenn meine Stimme jetzt nicht versagt, was sie tut. Bitte mich nicht erwischen, danke. Gut, damit habe ich mich mal wieder eingebaut, oder? Nee, ging. Okay. Wir nehmen das Geld natürlich mit, denn Money ist wichtig. Oh, hier kriegen wir leider nichts mehr. Die Münze ist vor uns verschwunden. Ist geflohen. Was diese Dynamit-Cards da oben auf sich haben, werden wir auch noch schnell genug rausfinden. Und ich hoffe auch, dass wir etwas anderes schnell noch rausfinden. Warum habe ich den eben nicht erwischt?
Das war ja kurios. Okay. Könntest du, danke. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn wir... Ah, ich hänge fest! Wenn wir die Bomben so nah beieinander platzieren, dass sie auch alle gleichzeitig getriggert werden und dadurch möglichst viel Sprengung verursachen, um die Gegner auszuschalten. Das ist ein ganz schöner Effekt. Okay, hier unten sehen wir wieder Felsen, die uns den Weg versperren. Das heißt, hier geht es erstmal nicht weiter, deswegen gehen wir hier oben hin. Und hier sehen wir einen ziemlich großen Dynamitwagen. Was man damit wohl anstellen kann. Ich weiß es, angucken. Nee, da wollen wir natürlich eine Sprengung einleiten, um das Ding einfach mal gehörig in die Luft zu jagen. Und hier steht drauf, nehmt euch in Acht vor explodierenden Felsbrocken, seid vorsichtig beim Transportieren des Dynamits. Okay, machen wir das Ding nochmal kaputt. Die kommen übrigens sofort wieder, falls die zerstört wurden. Das wird später ebenfalls noch wichtig, aber damit können wir die großen Felsbrocken tatsächlich aus dem Weg räumen, die eine ziemlich massive Explosion verursachen. Treffe ich dich jetzt echt gar nicht? Oh Gott, nein, 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 nein. Au. Und übrigens ein Insta-Kill bedeuten. Verdammt. Nein, jetzt sind alle Felsbrocken wieder da. Nein. Okay, beschleunigen wir das mal ein bisschen. Ach, so ein Mist. So ein, zweimal getroffen zu werden, ist nicht das Problem. Das wird erst dann problematisch, wenn man recht häufig getroffen wird. Welche logische Schlussfolgerung von mir. So, könntest du bitte... Danke. Haha, die Bombe wegzukicken war sein... Aua, tot. Ich dachte nicht, dass Perspektive mich... Also ich hatte gehofft, dass Perspektive mich schützt, aber... Ah! Scheinbar war das nicht der Fall. Zum Glück bekommen wir hier ein paar Herzen. Denn das ist tatsächlich gerade ein Lebensretter, so ein bisschen. Kriege ich die beide? Nee, natürlich nicht. Der untere backt mal wieder rum. Das ist natürlich auch schön. Vielleicht ist es ja ein Käfer. So. Danke. Stirb, du Maus. Das Coole ist natürlich, durch die Speicherpunkte können wir tatsächlich so ein bisschen Erfahrung farmen, denn ich glaube, wenn man die, wenn man stirbt, dann behält man trotzdem seine Erfahrung. Witzigerweise. Was irgendwie recht seltsam ist, aber funktioniert. Ach so, und dich tötet es natürlich nicht sofort, ne? Ist klar. Gut. Könntest du bitte mal sterben? Also irgendwie, weißt du, bei uns ist es ein Insta-Kill, aber bei denen, da passiert irgendwie nichts. Ja. Ich weiß nicht genau, ob die Bombe tatsächlich... Nee, die Bombe geht da nicht durch. Allerdings können wir diese Dynamit-Dinger hier ein bisschen rumkarren und damit uns den Weg hier oben freiräumen. Denn dadurch können wir natürlich das hier oben zum Explodieren bringen. Erschaffen uns quasi einen neuen Weg, denn wir kommen jetzt hier oben dran vorbei und können das Dynamit-Cut, was hier oben steht, nach links schieben. Und ich würde sagen, wir speichern nochmal kurz, bevor wir da hier weitergehen, denn dann... Oh, geht nicht. Okay. Denn falls ich mich jetzt nochmal erwischen sollte, wäre es sehr, sehr unschön, den ganzen Kram nochmal machen zu müssen. Money! Ach, hier ist ein Speicherpunkt. Wie schön. Allerdings ist die Folge jetzt schon wieder recht lang. Deswegen würde ich sagen, wir kümmern uns beim nächsten Mal hier um den letzten Teil der Mine. Und damit verabschiede ich mich von euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Evoland 2. Bis dahin.